Hallo zusammen zu meinem wöchentlichen Vlog auf meinem wöchentlichen Sonntagsspaziergang. Diese Woche tatsächlich schon an einem Samstag. Morgen soll es nämlich regnen, zum Teil sogar etwas heftiger. Und dann dachte ich mir, wenn das Wetter heute noch so stabil ist, dann mache ich meinen Spaziergang doch einfach heute. Ja, ich bin heute unterwegs zur Burgruine Rabeneck. Das ist tatsächlich so eine Burgruine, ich glaube aus dem 16. Jahrhundert oder irgendwie sowas die Dreh. Und auch wenn die in Pforzheim, besser gesagt im Stadtteil Dill-Weißenstein ist, bin ich dort relativ selten. Also ich glaube, das letzte Mal war ich da vor über 15 Jahren oder so. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich immer zur Burgruine Liebeneck laufe, wenn ich unterwegs bin, weil die quasi ja so ungefähr schon vor meiner Haustür liegt. Also so ungefähr ein Kilometer oder anderthalb Kilometer von meiner Wohnung entfernt. So, nach Rabeneck sind es ungefähr 4 Kilometer und ich dachte mir, ich nehme euch da einfach mal mit. Lauf hier an der schönen Nagold entlang und zeige euch einfach mal auch noch so ein bisschen Landschaft von Pforzheim beziehungsweise Motorrad. Also auch wenn das jetzt hier wahrscheinlich im Video sehr nach Wald aussieht, ich bin quasi doch, ja, ich will jetzt nicht sagen mitten in der Stadt, aber es ist schon noch Stadtgebiet. Ja, also wir haben hier einfach so eine ausgeprägte Grünfläche, hier oberhalb der Berggrenze. Da beginnt dann schon der Stadtteil Sonnenhof, hier hinter mir jetzt der Stadtteil Hohenwart und wo ich hinlaufe, dort hinten der Stadtteil Dill-Weißenstein. So, und aus dem Pforzheimer Zentrum, jetzt hinter mir, da komme ich her. Da will ich aber im Moment gerade weg. So. Also wie gesagt, heute einfach mal ein bisschen von unterwegs. Ja, ich werde euch sicherlich auch noch das eine oder andere in der Zwischenzeit erzählen. Mal schauen, wie sich's entwickelt. Aber ansonsten hoffe ich, ihr genießt auch entsprechend die Aufnahmen. So, eine der schönen Sachen, wenn man in Pforzheim spazieren geht, ist, dass es immer wieder so Orte gibt, wo es eigentlich ganz toll ist, sich mal hinzusetzen. Gerade wenn man an den Flüssen entlang geht. Hier hat es jetzt so einen leichten Zufluss zur Nagold. Das dürfte einfach Wasser, vielleicht auch Quellwasser, ich weiß es so gar nicht genau, sein, das entsprechend vom Berg halt herunterfließt, sich sammelt. Und man hat hier entsprechend so eine Zuflussmöglichkeit gestaltet, wo man auch ein bisschen nachhocken kann, wie man hier ja gern sagt. Ja, und ich dachte mir, wenn ich hier dann gerade auch schon sitze, dann kann ich auch gleich mal über den Elefanten im Raum sprechen. Denn wenn ihr gerade eben meine erste Aufnahme schon gesehen habt, den ersten Teil meiner Aufnahme, dann habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, so, oh Moment, der sah letzte Woche noch ganz anders aus. Und ja, ich habe mir die Haare geschnitten. Und es ist tatsächlich so, ich habe sie mir selber geschnitten. Deswegen sind die auch so schön kurz, weil ich einfach meinen Langhaarschneider angesetzt habe. Am Montag gesagt habe, so, pop, ich mache mal alles entsprechend runter, bis schon fast auf die Kopfhaut. Das ist nämlich die Methode, wie man sich entsprechend nicht verschneiden kann. Also sprich irgendwelche hässlichen Stufen oder so in die Haare. Oder dass dann irgendwo eine Stelle übrig bleibt, wo dann doch nur längere Haare sind. Oder wo so, so Büschel mit rausstehen. Was mir bei den Ohren dann gern mal passiert, wenn ich mir selber die Haare schneide. Haare wachsen einfach nach. Die sind jetzt schon wieder ein deutliches Stück länger geworden. Insofern alles ganz unkompliziert. Klar, ich habe natürlich auch spekuliert. Ich habe so die nächsten 2 Wochen eigentlich keinen Termin, wo ich irgendwo persönlich hin muss, wo die Leute sagen so, oh, du oder sie sehen ja gerade komisch aus.
Also insofern auch das safe. Ich habe natürlich nicht ans Weekly Vlog gedacht, dass ihr mich da seht. Und natürlich haben auch schon so ein paar Leute, die mich so gesehen haben, ganz irritiert reagiert. So, was? Du hast die Haare kurz? Wie kommt denn das? Ja, aber passiert ja öfters bei mir. Hallo. Also insofern, Haare geschnitten. Die wachsen aber auch wieder nach. Bin mir sicher, wenn ihr in 2 Wochen ein Video von mir seht, dann habe ich da schon quasi wieder üppige Löwenmähne. Wenn man in Pforzheim unterwegs ist, dann kommt man zwangsläufig auch immer an irgendwelchen Brücken vorbei, weil Brücken hat es hier echt eine ganze Menge. Also wenn ich jemals eine Coverversion von Peter Maffays oder Karats über 7 Brücken machen würde, hätte ich kein Problem für Motive für das passende Musikvideo. So, ein weiterer Aspekt von Pforzheim, wenn man hier spazieren geht, ist, dass man sich dann nicht wundern darf, dass es dann hier auch plötzlich mal bergauf geht. So, und nochmal so eine Besonderheit, wenn man im Pforzheim spazieren geht. Man trifft nämlich dann urplötzlich auf so Sachen, wie zum Beispiel hier dieses Tor, das einfach jetzt hier so mittendrin existiert. Keine Ahnung. Das Ganze ist auch abgeschlossen. Und für mich, der ja furchtbar neugierig ist, ist das immer ein Wahnsinn, weil da hinten sind Treppenstufen. Moment, ich zeig das mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das vielleicht ein Garten, aber das ist verwildert? Also Buschwerk und so weiter. Ist das vielleicht was Städtisches umgeschlossen? Ich weiß es nicht. So, dass man in Pforzheim eigentlich drauf gefasst sein muss, dass es hier bergauf geht, habe ich ja schon erwähnt. Aber wisst ihr, worauf man auch noch gefasst sein muss? Hier gibt es nämlich Treppen. Und das ist nur eine der flachen, also da gibt es ganz andere Kaliber. Manchmal sind Brücken in Pforzheim auch einfach nur waghalsig. Also hier haben wir zum Beispiel eine Brücke über die Nagold, die tatsächlich von Autos befahren wird, aber nur für ein Auto, ja, breit genug ist. Ich zeige euch das mal gleich aus der Nähe.
man kann in Pforzheim ja schon kritisieren, dass es hier sehr viele Baustellen gibt. Aber auf der anderen Seite bedeutet das eigentlich auch immer, dass ganz viel modernisiert wird. Hier in Dill-Weißenstein merkt man dann doch schon mit den schmalen Straßen, dass Pforzheim der Start in den Schwarzwald ist. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ist das da drüben übrigens so mein liebstes Stück auf der Tour, die ich dann hier mache. Weil da geht es nämlich so schön flach los und dann nimmt das Ganze hier so einen Anstieg ordentlich nach oben. So, jetzt bin ich gleich da. Hier hinten ist noch das Dill-Weißener Freibad, das es hier gibt. Und ich werde jetzt hier noch einmal über die Brücke gehen. So, von hier sollte man dann auch noch mal einen fantastischen Blick auf die Jugendherberge Rabeneck haben. Das hier. Ja, und jetzt geht es dann nochmal entsprechend ein kleines Stück bergauf. Wenn ich auf der anderen Seite der Brücke bin. So, und von da an werde ich wahrscheinlich mit meinem Smartphone weiterfilmen müssen, weil der Akku von meiner Legria Mini jetzt nämlich einfach schon aufgibt. Oh Mann! Naja, das ist halt einfach schon auch in die Jahre gekommene Technik. Ich muss mir mal eine neue Vlogging-Cam zulegen. So, und jetzt habe ich es tatsächlich doch noch geschafft und ich hoffe, die Kamera nimmt das jetzt auch noch auf. Hier ist Burg Rabeneck, also zumindest die Burgruine. Hier ist dann auch die Jugendherberge. Und hier kann man sich entsprechend über den Drei-Burgen-Weg informieren. Das ist so ein kleiner Wanderweg, den man hier nehmen kann. Ah, vielleicht wandere ich den ja mal ab und mache das zum Thema von dem Vlog, wenn das Wetter besser ist. Ja, dann gucke ich doch jetzt mal, ob ich noch vielleicht ein paar schöne Aufnahmen einfangen kann. So, und an der Stelle hatte mich dann der Akku von meiner Legria Mini endgültig verlassen. Und die Aufnahmen, die ich dann noch mit meinem Smartphone gemacht habe, die kann ich eigentlich gar niemandem zumuten. Aufgrund der ganzen Nebengeräusche und dem Windrauschen und Verkehr. Ja, ich habe aber noch ein paar schöne Fotos gemacht, die ich euch jetzt hier einfach noch mit einblende. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß daran, mich auf meinem Spaziergang zu begleiten. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob euch sowas gefällt und ob ich euch öfters mit
Kamera auf meine Spaziergänge mitnehmen soll, um euch ein bisschen was von Pforzheim und Umgebung zu zeigen. Hier gibt es nämlich noch ganz tolle Ecken. Ja. Ansonsten, wenn ihr meinen Kanal jetzt noch nicht abonniert habt und schon ganz gespannt auf meine zukünftigen Videos seid, dann belohnt mich doch für diese Mühe mit einem Klick auf den Abo-Button. Ich habe mir ja das Ziel gesetzt, ich möchte 1000 Abos erreichen und genau mit eurer Hilfe schaffe ich das. Und wenn ihr informiert werden wollt, wenn ein neues Video erscheint, dann drückt einfach noch rechts daneben auf die Glocke. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Vlog. Bis dahin und tschüss.